den wohl mit Abstand prächtigsten Wagen von der 24,5 cm Serie der Reisezugwagen stellte Fleischmann auf der Spielwarenmesse 1962 vor. Er war Teil einer richtigen Offensive der Programmausweitung. Waren die Vorjahre in dieser Hinsicht eher etwas mau gewesen, so änderte sich das nun abrupt. Man könnte sogar sagen, mit 1962 begann der eigentliche Aufstieg des H0-Zweileitersystems. Nun folgten Schlag auf Schlag jährlich neue Feuerwerke an Innovationen. Hatte zuvor eher der Eindruck einer Stagnation, ja einer langsamen Veraltung des Sortiments bestanden, so erreichte Fleischmann im Sortiment innerhalb kurzer Zeit fast Augenhöhe mit dem Marktführer Märklin. In dieser Neuheitenflut ging der 1504 zu Unrecht fast etwas unter. Die Baureihe 65 und der Schienenbus VT98 waren unbestritten die Stars der Firma auf dieser Messe. Der Schienenpersonennahverkehr wurde mit diesen Modellen auf eine völlig neue Basis im Modell gesetzt. Aber auch die Schnellzuglok der Baureihe 01, die Güterzuglok der Baureihe 41 und die Rangierlok der Baureihe 80 wurden sozusagen renoviert und auf einen aktuellen Standard gebracht. Die große Schwäche des Fleischmann H0-Sortiments war aber seit der Einführung im Jahre 1952 der Schnellzugwagenpark. Gut, diese Wagen sahen sehr elegant aus, aber sie hatten nun einmal kein echtes Vorbild und waren auch bestimmt nicht mehr auf dem Stand der Modellbahntechnik von 1962. Grau hinterlegte Scheiben ohne Fensterrahmen waren das deutlichste Beispiel dafür. Hier war eine Sortimentsentscheidung der Firma Fleischmann schon längst überfällig gewesen. Hier war der deutlichste Rückstand gegeben. Dabei hatten die Konstrukteure mit dem 1508, dem B4YMG-Eilzugwagen, doch schon bewiesen, dass sie es konnten. Und trotzdem gab es da sortimentspolitisch ein Problem. So eine ganze Schnellzugwagengarnitur mit Packwagen, Speisewagen, Erstklassewagen und Zweiteklassewagen konnte nicht nach und nach ausgetauscht werden. Das musste in einem Rutsch gemacht werden. Wer würde denn schon noch die alten Wagen kaufen, wenn zum Beispiel der Erste-Klasse-Wagen nach neuem Standard herausgekommen wäre? Die Wagen passen einfach nicht zueinander. Und schlimmer noch, es wäre ja klar, dass bessere Fahrzeuge bald kommen würden. Mit Erscheinen des ersten Wagens der neuen Generation wären die alten Wagen zu Blei in den Regalen geworden. So umschiffte Fleischmann zunächst in den Vorjahren die hohe Innovation in die neuen erst einmal und baute auf hohem Niveau den Eilzugwagen und auch noch einen Turbowagen. Damit waren wenigstens Fahrgestelle und ein Gehäuse schon einmal entwickelt. Und erst 1962 packte man es dann richtig an. Oder jedenfalls fast ganz richtig. Gleich gab es nicht nur die Sitzwagen, sondern auch unseren Packwagen 1504, einen Speisewagen und sogar einen Schlafwagen. Allerdings kam der Sitzwagen nur in der ersten Klasse heraus.
Für die zweite Klasse musste sich der Modellbahner zunächst noch mit dem Eilzugwagen 1508 behelfen. Aber das ging ja. Der Zugverband wirkte auch mit diesem Außenseiter stimmig und beschlossen. Damit war das Loch im Sortiment 1962 gestoppt. Mit der renovierten Baureihe 01 und den neuen Wagen war der Schnellverkehr auf der DB wieder modelltreu nachzubilden. Manch ein Zweifler oder gar Verzweifelter konnte mit diesem Neuheitenpaket wieder überzeugt werden. Fleischmann H0 hatte wieder eine Zukunft. Entsprechend positiv wurde auch im Messeheft der MIBA über die Wagen berichtet. Leise Kritik war lediglich in den Bildunterschriften herauszulesen. Speziell über den 1504 stand da zu lesen: sowie ein Schnellzugwagen BW4 UMG mit beweglichen Schieberolltoren und dem gewölbten Rundblickfenster beim Zugführerabteil. Diesen Wagen, die wiederum in gewohnter Fleischmann-Qualität bestens detailliert sind, bis hin zu der Lichtmaschinennachbildung an den Minden-Deutz-Drehgestellen und der vorbildgetreuen Beschriftung, sind Zuglaufschilder beigelegt, die eine so feine und maßstabsgetreue Schrift aufweisen, dass sie für viele wohl nur mit der Lupe lesbar sind. Dann ging es weiter um ein konstruktives Problem, das bei diesen Wagen nun endlich gelöst wurde. Die alten D-Zugwagen ließen sich nicht wirklich schieben. Sie entgleisten dabei auf fast jeder Weiche. Zu diesem Thema schrieb nun die MIBA: bei diesen Drehgestellwagen ist die Anbringung der Kupplung konstruktiv etwas anders gelöst als bisher. Damit beim Schieben der Wagen ein Aufbäumen der Kupplung nicht mehr möglich ist, wirkt ihr vertikales Spiel durch einen Auffangbügel begrenzt. Außerdem sind die Drehgestellseitenteile nunmehr durch Verbindungsstege fest miteinander verbunden. Also unter dem Strich eine höhere Betriebssicherheit und deutlich verbesserte Optik nach realem Vorbild brachte der 1504 den Modelleisenbahner. Und auch das Vorbild war sehr gut gewählt. Mit dem ersten Baujahr 1960 war der Wagen topmodern und seine Einsätze waren auf jedem Bahnhof zu beobachten, wenn ein Schnellzug oder Ferneilzug dort hielt. Das Fahrzeug war markant und fiel im Zugverband auf. Während eines längeren Haltes im Bahnhof konzentrierte sich hier das Geschehen. Oft mussten mächtige Stapel Expressgut und Gepäck auf und von den Karren und Akkufahrzeugen umgeladen werden. Die bis zu 4 Mitarbeiter starke Crew des Wagens war dann stark gefordert. Es galt ja unbedingt, Verspätungen zu vermeiden. Aber auch Verspätungen war die DB bereit hinzunehmen. Dabei ging es weniger um das Gepäck. Das war wenig genutzt und lediglich Service für die Reisenden. Es ging um das Expressgut. Hier war die Bahn unschlagbar schnell im Gütertransport. Derartige Sendungen, ob nun Ersatzteile, Filmrollen für Kinos oder auch Brühwurst in Metallbehältern, konnten in schnellen Reisezügen und mit Umschlag in die anschließenden Personenzüge schnell von Bahnhof zu Bahnhof gebracht werden. Aufgeliefert und abgeholt wurden sie von den Firmen selbst. So konnte der Transport der Sendung in der Regel vorauskalkuliert werden.
Die Fahrpläne der Reisezüge standen ja fest. Auf der Straße war selbst ein 24-Stunden-Service häufig nicht zu erreichen. Das Autobahnnetz hatte noch immense Lücken und die Lkw dieser Zeit sind zwar Legende, aber auch eher dem langsamen Transport zuzuordnen. Die Bahn hatte jedenfalls gute Einnahmen mit diesem Geschäft. Die Mitarbeiter im Packwagen zahlten sich aus und auch die Investition in solche Wagen. Häufig wurde mit dem Packwagen mehr Geld verdient als in den Personenwagen. Zur Hochsaison, etwa im Advent, war das Gutaufkommen so hoch, dass zusätzliche Packwagen in die Züge eingestellt werden mussten. Notfalls waren dann eben zwei E8 vor dem Zug, etwa wenn Unterwäsche aus Brüllerdingen noch in die ausverkauften Kaufhäuser zu bringen war. Manchmal schien hier die Grenze des Machbaren erreicht, aber die GB machte eben so manches möglich damals. Das galt auch für den Transport von Rollstuhlfahrern. Transport deshalb, weil es anders kaum zu nennen ist, denn Rollstuhlfahrer reisten häufig im Packwagen. Durch die Wagentüren und die engen Gänge vor den Abteilen passten sie ja nicht durch. Das konnte nur als Notlösung gelten, denn bei einer Reise in einer Gruppe oder Familie hieß es immer, wir sehen uns am Ziel wieder. Immerhin konnte so aber jeder Rollstuhl mitgenommen werden. Selbst wenn sich eine Gruppe von 30 Rollstuhlfahrern rechtzeitig anmeldete, dann wurde einfach noch ein Packwagen zusätzlich eingestellt. Die Behördenbahn mit ihrer Beförderungspflicht hatte ja nicht nur Nachteile. Heute würden solche Gruppen wohl nicht befördert. Damals war in jedem Zug ein Beamter, der in diesen Fällen auch im Nahverkehr mit anpackte. Dafür waren die Bahnsteige niedrig und keine Aufzüge eingebaut. Manches wird eben besser und manches wird eben schlechter. An dem ertragreichen Expressgutverkehr hielt die Bahn noch lange, bis in die 1990er Jahre fest. Dann wurde es zu mühsam. Das Eilzugnetz wurde stillgelegt und immer mehr Bahnhöfe verloren ja die Gepäckabfertigung und damit auch die Möglichkeit, Expressgut abzufertigen. Das Ende von Expressgut und Gepäckbeförderung war aber noch nicht das Ende dieser Packwagen bei der DB. Noch heute, im Jahre 2022, sind einige Wagen im Einsatz für Fahrradzüge, zum Beispiel an der oberen Donau. Eine gelungene Vorbildwahl war der 1504, also in jeder Beziehung. Und umgesetzt wurde dieses Vorbild im Modell wirklich begeisternd. Fleischmann sparte hier im Katalog auch nicht mit einer ordentlichen Portion Eigenlob. Unter dem Motto Modelltreu, nur in Großbuchstaben geschrieben, haben wir unsere neuen Schnellzugwagen entwickelt. So hieß es im Katalog von 1962. Und allgemein für alle diese Wagen wurde dann ausgeführt, alle Wagenkästen sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Also Schluss mit den alten Blechwagen und ein billiges Plastikprodukt ist das hier auch nicht, um diesen Text einmal zu übersetzen. Weiter ging es im Katalogtext. Die Fenster sind in die Karosserie eingesetzt. Beschriftung auf Längsträger und Wagenkasten in den Farben des jeweiligen Vorbildes.
Dachlüfternachbildung, Original-Drehgestell-Nachbildungen, spitzengelagerte Radsätze, fuhr der Katalog von 1962 fort. Dieser Text stand dabei auf der Seite, die vollständig dem 1504 gewidmet war. Eine Ehre, die ihm später nicht mehr widerfuhr. Zum Wagen selbst stand dann zu lesen: 1504 DM 9,00 Schnellzug Packwagen. In der Überschrift und dann im Text: Modell des PW4 UMG 106096 der DB, der in großen Stückzahlen bereits in Betrieb läuft, mit beweglichen Schieberolltüren im Packraum zum Öffnen und zum Schließen. Diese werbewirksame und interessante Erklärung zum Vorbild wurde dann auch noch durch ein Bild ergänzt. Für das Modell war eine kleine Szene mit Gepäckkarren und Stapler auf dem Bahnsteig gestaltet worden. Das machte Lust auf die Gestaltung der eigenen Anlage. Aber weiter ging der Text noch auf die Vorzüge des Wagens ein. Gewölbtes Rundblickfenster in der Zugführerkabine und Minden-Deutz-Drehgestelle mit Lichtmaschinennachbildung. Einbau von Zugschlussbeleuchtung an beiden Wagenenden möglich. Länge über Puffer 245 mm. Von der Qualität des Wagens kann man sich durch Anschauen gut überzeugen. Es gibt viel zu entdecken an diesem Modell. Der letzte Punkt mit den 245 mm Länge allerdings ist auch der Kritikpunkt. Das Original des Wagens war nun mal 26 Meter und 40 cm lang und das Modell hätte damit auf 303 mm kommen müssen. So wies die MIBA auch richtig darauf hin, dass diese Wagen verkürzt sind. Jahrelang entbrannte Streit unter den Modellbahnern und Redakteuren über solche Kürzungen. Was ist nun eigentlich schlimmer? Ein gekürzter Wagen oder ein 30 cm Wagen mit seinem Überhang auf einem 35 cm Radius auf der Anlage? Beides könnte man meinen. Und hier hat Fleischmann dann der Betriebssicherheit den Vorrang gegeben. Bei Begegnungen in den kleinen Parallelbögen sollte es durch den Überhang kein Anecken geben. So war denn auch der 1504 ein Stück weit nur eine Interpretation seines Vorbildes. Aber diese Interpretation ist gelungen. Sie gefällt optisch gut und dafür waren Modellbahner auch bereit, die geforderten 9 Mark auf den Tisch zu legen. Man bekam ja wirklich etwas dafür. Und die Konjunktur war ja 1962 noch ungebrochen. Arbeitslosigkeit kein Problem und die Löhne stiegen beständig. Zwar waren 9 Mark der Gegenwert für fast 6 Stunden Arbeit zum Durchschnittslohn, aber wer einen Schnellzug mit Baureihe 01 auf einer etwas größeren Anlage fahren lassen konnte, der konnte sich auch diese 9 Mark wahrscheinlich leisten. Jedenfalls zahlte er lieber für diesen Wagen 9 Mark als für den alten, vorbildlosen Blechpackwagen 8 Mark und 50 Pfennige wie noch im Vorjahr. Und vielleicht sitzt das Geld ja auch etwas lockerer, wenn tagtäglich mit dem Weltuntergang zu rechnen ist. Die Kuba-Krise zeigte die tödliche Bedrohung für jeden Menschen in Deutschland überdeutlich auf.
Tagelang saßen die Menschen bangend an den Röhrenradios und hofften auf gute Nachrichten. Konnte da ein wenig Basteln an der Modellbahn helfen? Unter der heutigen Bedrohungslage der weltweiten Seuche nützt es jedenfalls etwas. Und außer Basteln und Radiohören war ja in 1962 noch nicht viel in den Medien geboten. Das Fernsehprogramm war immer noch überschaubar. Wer gerne las, dem wurde etwas aber geboten. Böll und Borchardt waren auf den Bestsellerlisten und anregend war wohl in besonderer Weise der Roman Angelique, die Rebellin. Natürlich boomte auch noch das Vereinswesen. Und auch die Gaststätten waren abends voll. Und natürlich waren die Familien noch größer und trafen sich auch noch häufiger. In einer Mehrkindergesellschaft gibt es eben mehr Onkel, Tanten, Cousinen und Cousins als in einer Einzelkindgesellschaft. Aber nun zurück zum Wagen 1504. Bei diesem Preis und dieser Detaillierung war das bestimmt kein Spielzeug. Der Wagen richtete sich ausschließlich an Erwachsene. Und das Angebot hatte auch durchaus seinen Erfolg. Bei eBay sind immer 1504 zu bekommen. Das spricht für einen großen Absatz dieses Modells. Mit dazu beigetragen haben, mochte die sofortige Aufnahme in Zugsets, wie etwa das 361-3 direkt im Jahre 1962. Aber auch die Lebensdauer des 1504, der 1971 umbenannt wurde in 5100, mag daran beteiligt gewesen sein. Erst gegen Ende der 1970er Jahre wurde er von einem Wagen mit nun über 26 cm Länge abgelöst. Varianten des Wagens hat es daher nicht gegeben. Die blau-beige Lackierung hat er nicht mehr bekommen. Auf der Anlage machte der Wagen eine gute Figur. Ziehen und vorsichtiges Schieben meisterte er auch im Zugverband recht gut. Wegen der Schleifer bei Innenbeleuchtung war aber schon etwas Zugkraft der Lok notwendig. Die Zink-Druckus Baureihe 01 hatte damit aber wirklich kein Problem. Von seiner Technik her hat der 1504 keine Modellbahngeschichte geschrieben. Der 1508 war ihm in dieser Qualität ja schon zuvor gekommen. Und der nächste Schritt, nämlich die Inneneinrichtung, war dann den Silberlingen vorbehalten. Im Rahmen der Neuheitenoffensive von 1962 leitete er aber eine Regeneration des Zweileiter-Gleichstromsystems mit ein. Ohne diese neuen Modelle des Jahres 1962 und der Folgejahre wäre das System vielleicht in der Versenkung verschwunden. Mit diesen Neuheiten sah sich sogar Märklin bald darauf bemüßigt, Gleichstrommodelle unter dem Namen Harmo anzubieten. Und so sei dem 1504 noch einige Minuten des kommentarlosen Betriebes gegönnt. Er macht einfach eine sehr gute Figur, auch im Film auf der Anlage.